Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Schritt auf unserem Weg vom Datenmodell zur fertigen Softwareanwendung. Wir haben das Datenmodell nach C# übertragen. Wir haben schon die ersten Abfragen ins Datenmodell hineingemacht und jetzt wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir Objekte anhand ihrer Eigenschaften abfragen. So, dann können wir uns jetzt mal der Tatsache zuwenden, dass wir das Ganze ja auch nochmal irgendwie inhaltlich filtern wollen. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Funktion vorbereitet, die heißt isEven. So. Und die gibt wahr zurück, wenn eine Zahl gerade ist und false, wenn sie nicht gerade ist. Ne? Relativ simpler Aufbau. Also ich gucke hier, ob der Modulo 2, ne, also der Rest der ganzzahligen Division durch 2, gleich 0 ist. Ja, und wenn das so ist, dann gebe ich ein True zurück. Ansonsten ein False. Also jetzt haben wir mal hier ausprobiert. Wenn die 20 wahr ist, also ist even 20, gibt true zurück und ist even 21, gibt false zurück. Das ist ungefähr das, was wir erwartet hatten. Jetzt könnte man sich überlegen, wie kriege ich jetzt aus einer Liste voller Zahlen alle geraden Zahlen raus? Ja, das mache ich relativ einfach. Ich schreibe mir hier so eine Methode, so wie wir es eben gesehen haben. Der Übergabeparameter hier ist einfach eine Liste voller Zahlen, die nenne ich jetzt mal Data. Und dann laufe ich die Liste voller Zahlen durch mit for each, ne? Also immer die nächste, die nächste, die nächste, die nächste. Und wenn die is even true ist, ja, dann gebe ich zurück den Value mit Yield Return. Ja, das Yield macht ja für jeden Durchlauf gebe ich dir eine Zahl. Ja. Schauen wir mal, ob das soweit funktioniert. Ja, ich denke, dass es gehen wird. Ja, schauen wir. Also hier haben wir reingesteckt in unsere getEven-Funktion die Liste aller Fibonacci-Zahlen. Die ersten 40 Fibonacci-Zahlen und der gibt uns zurück alle Geraden. Jetzt kann man darüber streiten, ob die 0 dazugehört, aber nach unserer Rechnung schon. Und ansonsten gibt er mir jetzt einfach alle geraden Zahlen aus. Relativ simpel. Das können wir jetzt benutzen, um aus einer Menge von Zahlen, ja, Zahlen mit einer bestimmten Eigenschaft rauszufiltern. Und das haben die natürlich auch so implementiert. Es gibt dazu, jetzt kommen wir mal hier ein bisschen runter. Auch noch die Methode where. Also, die Methode where ist im Prinzip so eine Abwandlung der typischen where-Clause bei einer SQL, einem SQL-Statement zum Beispiel. Also, da kann ich jetzt sagen, gib mir alles das zurück, wo die Eigenschaft, die ich dir übergebe, erfüllt ist. So, und dieses where möchte jetzt als Parameter nicht irgendwie Datum, also quasi ein Attribut oder so, sondern es möchte als Parameter einfach eine Funktion. Und zwar eine Funktion in der Form, soll zurückgeben, bist du wahr oder falsch, ja? Also soll ich dich auswählen oder nicht. Und als Parameter möchte er gerne irgendein Value haben. So eine Methode haben wir gerade geschrieben. Das ist nämlich hier unsere isEven-Methode, ne? Die ist genau in dieser Form. Ja, also es gibt zurück ein Bool und kriegt als Parameter genau eine Number. Ja. Also, was wir jetzt hier machen können, ist, wir können dem Where einfach diese Methode übergeben. Und was macht der? Der nimmt jetzt aus dieser FIP 40, also aus den 40 Zahlen, jede einzelne raus, verfüttert die dem isEven und immer, wenn die tatsächlich wahr ist, dann landet die auch in dem Ergebnis. Ja, und das hier ist natürlich, also wenn das hier ein enumerable Integer ist, dann ist das hier auch einer, ne? Halt ein bisschen kürzer. Ne? Probieren wir mal aus. Sollten, das scrollen wir mal wieder ein bisschen hoch, sollten die gleichen Zahlen rauskommen. Ja? Also, ob ich jetzt jede Zahl einzeln prüfe, hier übergebe, oder ob ich quasi die Prüfung gleich der Where übergebe, ist egal. Ja? Es kommen die gleichen Zahlen raus. Der Vorteil für uns ist, wir müssen jetzt dieses Where können wir so formulieren, dass es dann auch direkt an den Server übergeben wird. Ne? Das heißt, wenn ich sowas hier mache, ja, dann brauche ich ja immer alle Daten. Ne? Der geht ja jetzt jedes Datum einzeln durch. Dazu muss das Datum selbstverständlich, wenn das jetzt eine Datenbankabfrage gewesen wäre, vom Server zu uns übertragen worden sein. Ja? Und hier nicht. Ja, also hier würden wir einfach sagen, das Where wird mit auf den Server übertragen und dann ist gut. Jetzt sieht das natürlich hier so ein bisschen unschön aus. Also da müsste man ja jetzt jedes Mal gucken, wo ist denn das definiert und wie funktioniert das? Ja, also ihr müsst jetzt, wenn ich das Where verstehen möchte, das isEven angucken. Das ist unschön. Deshalb hat man sich eine andere Art und Weise überlegt, wie man so eine Methode definiert. Und das nennt man Lambda. Also das hier, was wir hier sehen, das ist so ein klassischer Lambda-Ausdruck. Ja, Sie sehen, der Operator ist der hier.
der sagt, ich bin in Wirklichkeit eine Funktion. Und zwar bekomme ich das, was links steht, als Parameter. Und das, was rechts steht, gebe ich als Wert zurück. Ja, sollte man natürlich nicht immer machen. Also für irgendwelche sehr komplizierten Funktionen würde ich einfach die klassische Schreibweise weitermachen. Aber an dieser Stelle ist es natürlich super praktisch, ne? Weil jetzt kann ich ja sagen, okay, also das hier, ja, das gibt mir zurück, ja, ob der Rest von der Ganzzahlendivision mit 2 gleich 0 ist. Und das macht der jetzt quasi für jeden Eintrag in dieser Liste. Ja, also was wieder rauskommt, ist natürlich auch wieder eine Auflistung voller Integer. Ja, und wenn alles richtig läuft, müssten es die gleichen sein. Ja. Also wir können jetzt im Prinzip auf verschiedene Arten und Weisen, nämlich einmal, so wie wir es kennen, also explizit, wir gehen alles einzeln durch und überprüfen und so eine Liste erzeugen. Wir können sagen, nee, wir übergeben dem Where eine Funktion, die das auswertet. Die muss dann natürlich die Form haben, ich gebe dir ein Bool zurück, wahr oder falsch. Ja, und ich brauche dazu einen Parameter von dem Typ, ne, deshalb hier dieses große T. Ja. Oder ich sage, nee, ich mache das als Lambda-Ausdruck, ich packe das gleich hier rein. Ja, also da habe ich im Prinzip hier, das ist ja mein Ausdruck, ja, und dieses Ganze zusammen wäre dann die Funktion. Und das hier wäre dann im Prinzip mein Where-Filter. Ne? Also alle, die jetzt hier True zurückgeben, landen in der Zielliste. Ja, und das können Sie natürlich jetzt auch beliebig verschachteln. Ja, probieren wir das mal aus. Ja, also wenn ich jetzt hier sage, ich möchte das gerne mal für alle Zahlen bis 5 ausprobieren, dann sehen wir hier, alles klar, also alle Zahlen, die durch 1 teilbar sind, wer hätte es gedacht, sind alle. Ja, alle Zahlen, die durch 2 teilbar sind, ja, sind ein paar weniger. Alle, die durch 3 teilbar sind, sind noch weniger. Alle, die durch 4 teilbar sind, alle, die durch 5 teilbar sind. Ja, ja, das heißt also hier, da ist mein Lambda-Ausdruck, da kann ich jetzt ganz normal dieses i von meiner Zählschleife als ja, quasi Parameter benutzen, denn ja, das ist jetzt das Schöne an dem Lambda-Ausdruck. Ich muss mich jetzt nicht mehr darum kümmern, wie dieser Parameter eigentlich da reinkommt. Ja, der ist nämlich in dieser Funktion vollständig durchdefiniert. Ja, das heißt also, überall zwischen diesen beiden Klammern gibt es das i, also kann ich es auch in dem Lambda benutzen. Das ist jetzt wieder ein Vorteil gegenüber dieser Idee, das mit diesem isEven zu machen, ne? Weil dieses isEven hat ja keine zusätzlichen Parameter. Ja? Während hier im Prinzip unser Lambda-Ausdruck quasi an der regulären Parameterübergabe etwas vorbeigreifen kann. Gut, das heißt also, das Auswählen kann ich jetzt schon mal mit in den Ausdruck reinpacken und es landet hoffentlich dann auch mit auf dem Server. Wir können aber auch schon einen Teil der Verarbeitung mit da reinpacken. Also dieses Select macht jetzt Folgendes. Das nimmt jetzt alle Einträge aus dieser Liste und macht da was Neues draus. Also in dem Fall habe ich jetzt mal einen Lambda-Ausdruck v gleich v mal v. Das heißt, der macht aus jedem ein Quadrat. Das heißt, wenn dieser Ausdruck hier eine Auflistung von Integern ist, dann ist dieser Ausdruck auch eine Auflistung von Integern, denn dieses v, was hier rauskommt, ist auch wieder ein Integer. Nur es ist halt jedes Mal das Quadrat drin. Probieren wir das mal aus. Sehen wir, aha, alles klar. Ich habe jetzt mal hier den Typ mit ausgegeben. Hier steht, aha, ich bin eine Aufzählung, ne, mit Integern drin. Ja, und wenn ich die ausgebe, dann sehe ich, okay, ich habe jetzt mal die ersten 20 genommen, weil die werden ja relativ schnell sehr groß und dann laufen die über. Und dann sehen wir hier, das sind jetzt im Prinzip die Quadrate von meinen 20 ersten Fibonacci-Elementen. So, das funktioniert aber auch, ja, indem ich hier dieses Lambda dazu nutze, dass sich der Typ ändert. Wenn ich jetzt hier so ein String plus eine Zahl plus ein String, das haben wir alle schon mal gesehen, das macht mir ein String. Ja? Und wenn ich das jetzt so ausführe, dann wäre das hier eine Aufzählung voller Integer und das Ganze hier ist eine Aufzählung von Strings. Wenn ich das ausführe, zeigt er mir das auch so an. Also wir sehen hier, ist jetzt der Aufzählungstyp ist SystemString, ja, weil jetzt bei jedem Durchlauf, wenn ich hier den Integer rein verfütter, dann kommt ein String raus. Ihr habt das jetzt mal hier so mit diesem Sternchen gemacht, dass man das hier auch sieht. Also hier sind jetzt überall so Sternchen drin, das heißt, das sind gar nicht mehr unsere Zahlen, ja, unsere ersten 20 Fibonacci-Zahlen, sondern das sind jetzt Strings mit Sternchen, Ziffer, 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 Sternchen.
Ja, also bis hierhin kann man jetzt im Prinzip sagen, naja, also dieses Select, entweder ich rechne was oder ich erzeuge was. Ja, und das hat natürlich einen riesen Vorteil, weil jetzt können wir uns nämlich damit auch den Typ ändern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich lege irgendwo eine Liste mit Namen ein, ja, die sind, dann kommen die ja meistens als Strings, dann könnte ich da mit so einem Select-Statement gleich eine Liste voller Studentenobjekte draus machen. So, und das kann ich natürlich auch wieder kaskadieren. Also wenn das hier eine Reihe von Integern ist und dann ist das hier auch eine Reihe von Integern, ne, weil hier ändert sich der Typ nicht. Integer mal Integer ist Integer. Und dann ist das hier eine Reihe voller Strings. Und zwar, ja, ich verfütter die hier einzeln an den und die werden dann einzeln an den verfüttert. So, alles klar, probieren wir alle auch mal aus, interessiert uns. Und da sehen wir, alles klar, wir haben hier, wie erwartet, eine Reihe von Strings. Das sehen wir hier, da wird ja ein String draus. Und das sind ja jetzt hier nicht mehr die von eben, ne, dieses verarbeiteten Strings, sondern eben die Quadrate. Ne? Also ich habe jetzt erst quadriert und dann umgewandelt. So, das heißt also, dieses Daten ausfassen, indem ich die umwandle, das funktioniert ganz gut mit dem Select. Das Ganze ist natürlich auch wieder mit dem Where von eben kombinierbar. Schauen wir uns das mal hier an. Also, hier ist wieder meine Liste mit 20 Zahlen und dann selektiere ich da einfach immer die Zahl selber multipliziert mit der nächst kleineren. Und wenn ich da hinten wieder so einen Filter anhänge, habe jetzt mal hier den Filter, alle durch 3 teilbar sind, werden selektiert. Ja, dann ist die Reihenfolge, alles klar, erst wird dieses Produkt ausgeführt und dann wird selektiert. Ja, wenn ich das umgekehrt mache, dann sehen wir, also erst werden nur die Zahlen ausgewählt, die durch 3 teilbar sind. Und dann werden die eben multipliziert. Ja, und wir sehen, das sind auch unterschiedliche Ergebnisse. Ne? Also hier, das hier ist ja erstmal nur die Reihe ausmultipliziert und dann aus dieser Reihe selektiert alle, die durch 3 teilbar sind. Ja, also das ist ja hier dieses Ich bin durch 3 teilbar. Beim anderen, ne, deshalb ist es wichtig, dass wir die Reihenfolge einhalten. Beim anderen ist es so, erst wird hier ausgewählt, wer ist überhaupt durch 3 teilbar. Und das ist natürlich aus dieser Reihe der 20 ersten Fibonacci-Folgen gar nicht mehr so viele. Und dann werden nur die entsprechend ausmultipliziert. Ne? Also nur hier. Ja? Also die Reihenfolge ist immer, erst wird hier generiert oder ausgelesen. Ne? Ausgelesen gucken wir uns nachher noch an. Dann wird entweder gefiltert und dann ausgeführt oder ausgeführt und dann gefiltert. Und das können Sie jetzt im Prinzip beliebig kaskadieren. Ja, also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und das ist ja genau das, was wir brauchen. Ne? Wir müssen ja im Prinzip sowas später für unser Problem angepasst machen können. Ne? Also wir wollen ja jetzt nicht irgendwie, das ist ja jetzt hier keine Trockenübung, sondern wir wollen das ja jetzt benutzen, um auf die Datenbank zuzugreifen. So, jetzt können wir schon mal Daten selektieren, also nach Eigenschaften aus einer bestimmten großen Datenmenge herausgreifen. Jetzt wollen wir im nächsten Schritt noch zwei weitere Dinge machen, nämlich die Reihenfolge des Abfragens festlegen mit Order By. Und wir können natürlich auch Daten aggregieren, also sprich zusammenfassen, also zum Beispiel Summen bilden, was natürlich ganz spannend ist, wenn man das auf einer Datenbank macht, weil man dann eben nicht alle Objekte einzeln durchgehen muss, also sprich sich aus der Datenbank rausholen muss, sondern eben sich bestimmte Aggregationsfunktionen schon innerhalb der Datenbank durchführen lassen kann. Und das schauen wir uns dann im nächsten Schritt mal an.